digitalen Medien haben insofern einen wichtigen Einfluss auf das Leben der Schüler, weil alles mittlerweile digital aufgearbeitet wird. Also zum Beispiel die OV, kann man sich die App ja besorgen, um die OV über ein iPad zu lesen. Und das Wenigste gibt es wirklich noch in gedruckter Papierform. Und dementsprechend ist es auch aktuell hier für den Unterricht. Insofern ist es wichtig, dass Internet natürlich eine der größten oder die größte Bibliothek ist, aber auch die meisten Stolperfallen hat. Und da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir als Lehrer den Schülern über die Schulter schauen, um zu sagen, diese Seite ist, ja, kann man nicht so gut nehmen. Das erkennst du häufig an Schriftzügen oder wenn viele Rechtschreibfehler drin sind. Da kann man schon die ersten offensichtlichen Hinweise geben, nimm bitte eine andere Seite. Ich denke, in der heutigen vernetzten Welt ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir die Lesekompetenz einerseits, aber auch die Medienkompetenz, sprich den verantwortungsvollen Umgang mit den aktuellen Medien, Internet insbesondere, dass wir das fördern. Denn wir fördern hier Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler, die auch für uns, für unsere Nachwuchskräfte sehr wichtig sind, sprich Teamfähigkeit, sich zu organisieren, um gemeinsam zu guten Ergebnissen zu kommen oder eben auch ja, den vertrauensvollen Umgang mit den Medien. Ich denke, das sind ganz wichtige Komponenten, die auch bei uns eine Rolle spielen, die bei uns wichtig sind. Und insofern hoffen wir natürlich auch, das ist so ein kleiner Nebeneffekt, dass sich einige Schülerinnen und Schüler für uns natürlich auch interessieren als Bank, dass wir vielleicht die Berührungsängste auch ein wenig abbauen oder dass wir für die Schüler interessant sind für Praktikumsplätze oder eben auch für Ausbildungsplätze.